Herzlich willkommen zu Forever, Leute. Und ja, das ist ein Kassensimulator, den es bei itch.io gibt. Das ist eine Indie-Seite, die ich auch mal vorstellen möchte. Und man könnte meinen, ich verarsche mich jetzt selber in dem Spiel, weil ich ja selber ab und zu mal an der Kasse sitze bei Edeka. Und ja, wir haben hier halt die Produkte mit dem Barcode und die Kunden vor uns. Und wir müssen jetzt hier mit Hilfe dieser Maus die Sachen so hindrehen, genau, dass sie drauf fallen auf den Scanner. Und genau, hier zum Beispiel eine Weinflasche. Das Ganze ist ziemlich einfach gehalten in die Spiele, da daher, dass es einfach nur ein paar wenige Leute mit einem Low Budget die Spiele entwickeln. Und das wird vielleicht öfter jetzt mal kommen. Da gibt's, auf dieser Seite gibt es viele Spiele, die... Ach du Scheiße, die Cornflakes-Packung ist aber zu riesig. Na komm schon, komm on, du scheiß Cornflakes-Packung. Lass dich doch mal scannen jetzt hier. Nein, mein Kass ist runtergeflogen. Oder was, mein Radio? Irgendwas ist da runtergeflogen. Was war denn das nochmal? Hä? Das war das Radio. Weg mit dir. Wo kommt das denn her, Alter? Oh, Alter ist genau vor mir. Ja, weg mit dir. Ah, nimm mal eine schöne Dose hier. Alter, das kommt einfach immer wieder, Leute. Und mein hart verdientes Geld. Was durchglitscht, egal. Ja, komm, du scheiß Radio hier. Ich setze es jetzt mal wieder auf Position. Es geht nicht mehr. Es geht nicht, Leute. Es geht einfach nicht mehr. Hier, den Stopper nehmen wir mal weg. Das Geld liegt einfach rum. Das Geld liegt einfach auf der Kasse. Ist ja scheißegal. Ah, erstmal muss ich jetzt den Saft oder die Milch, ich glaube, das ist Milch, durchscannen. Ihr habt gesehen, der erste Kunde ist verschwunden, hat uns Geld gegeben. Das ist sehr schön. Auch Chips dürfen nicht fehlen. Man erkennt auf jeden Fall, was es sein soll. Ich scanne einfach die Sachen zweimal, weil die dann natürlich alle bei mir den doppelten Preis bezahlen. Ne? So einfach ist es. Marmelade. Nein, die Marmelade. Ich habe die Marmelade nicht gescannt. Der hat die umsonst gekriegt. Nee, ach nee, da kommt es ja nochmal. Ja, so einfach ist es nicht, Leute. Klauen könnt ihr bei mir nicht. Das geht nicht. Die Sachen werden einfach zurückgeportet. So, nächster Kunde. Alter, was ist das denn? Was hat der denn hier? Was ist das denn, Alter? Was zur Hölle ist das? Ein Sack voll Geld oder was ist das? Ey, dieses scheiß Radio, ohne Spaß, geht mir so auf die Nerven. Ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Ob ihr es mir glauben mögt oder nicht, aber es macht mir wirklich Spaß. Nicht nur, weil ich selber an der Kasse mal sitze. Das müsste ich eigentlich mal in meiner Freizeit spielen, um das Kassieren zu üben, wa? Ah, Geld, Geld, es gibt Geld, es gibt Money. Es gibt Money. Nice, und es hat sogar mal ein bisschen Geld gefressen. Ach, scheiß Radio, Alter. Ein Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen. Oder war das eine große Marmeladenpackung? Dann haben wir hier... wieder Wein. Der Stopper kommt mal wieder weg. Ohne Spaß, der Stopper, der fällt bei mir auch manchmal immer unter die Kasse. Einfach, weil da immer so viele Sachen drauf liegen. Bei den Kunden, die mal einkaufen. So, hier ein Baseballschläger. Oder ein Messer, was blutet. Auch nicht schlecht. Oh, Geld, Alter. Boah, voll viel Geld. Ach, du blödes Radio. Ein Messer mit Barcode. Verkaufen wir auch öfter mal, wenn wir Treuepunkte-Aktion haben. Was dann nur zugeschweißt ist, aber was natürlich auch ziemlich gefährlich ist. Meine, also ein offenes Messer zu verkaufen ist schon, ja, mit Risiko verbunden. Ein Baseballschläger zum Baseballspielen. Große Marmeladenpackung. Ist wirklich immer witzig, die Sachen so hinzulegen, dass sie auch gescannt werden können. Ist nicht so einfach. Ich meine, guckt mal. Ah, jetzt, okay. Zack. Funktioniert ziemlich gut, das Spiel. Ein Seil. Ey, kommen ja immer exotischere Sachen drauf.
Das ist ja crazy. Eine Chipspackung. Und noch eine Chipspackung. Und glaubt mal, das ist nicht so einfach, die Sachen drüber zu ziehen über die Kasse. Weg mit euch. Was ist das denn hier? Was ist das? Ein Sarg oder was? Das ist ein Sarg, Leute. Wir verkaufen einen Sarg. Haha, geil. Ey, das ist ja ultra schwer. Aber ich hab's geschafft. Das ist ein Rucksack, glaube ich, ne? Nein, nein. Ich hab ihn gerettet. Das Spiel ist echt bescheuert, aber auch voll witzig. Jawohl, jetzt verschwinde. Geld, Money Time. So. Eine Uhr. Es kommt, ne, Reifen, es kommen immer neue Sachen, Leute. Die sind einfach übelst krass. Ein Reifen. Oh, hier, guck mal. Hier ist so eine Kombi. Eine Kombi Notvorratslebensmittel. Box. Da ist alles drin. Alles, was man braucht. Lass dich doch jetzt scannen, Leute. Wo ist denn der Barcode? Ach, da. Zwei Messer. Ach, Radio, du nervst mich einfach. Ja, reicht. Noch ein Sarg. Ach du meine Güte. Ey, das ist so schwer. Aber es lässt sich gut drehen auf jeden Fall. Ich mach gleich die Kasse kaputt, ne? Ich hab's doch gleich. Ich hab's doch gleich. Nee, nicht euer Ernst. Kriegen wir da ernsthaft gerade drüben eine Hand? Ey, dieser Scheißsack, ne? Ich glaube, der regt mich jetzt. Warte, wir haben es, glaube ich, gleich. Ja. Jawohl. Weg mit dir. Okay, wir haben eine Hand. Was ist das? Alter, ihr drängelt doch nicht so. Ich habe keinen Platz hier drüben. Ist das. Ist das, was ich denke, was es ist? Ist das ein Genital? Alter, jetzt wird's ein bisschen voll hier. Ja, das Radio liegt einfach auf dem Reifen drauf. Es leckt zwar, weil es einfach das Spiel nicht mehr aushält. Es ist einfach. Es ist too much, Leute. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Und wir haben auch die ganzen behinderten großen Sachen hier. Scheiß Radio, weg mit dir. Ah, der Reifen, der ist easy. Ende kann ich einfach rumdrehen, guck mal. Lol. Lol. Na komm schon, ein bisschen rumdrehen. Scan ihn doch jetzt einfach. Es sieht so bescheuert aus, ne? Aber ich glaube, wir haben mittlerweile haben wir schon alle Sachen durchgeguckt, durchgesehen, die es gibt. Mehr Sachen gibt es, glaube ich, gar nicht zum Spielen, ne? Also zum Scannen. Gut, die Dosen haben mal jetzt eine andere Farbe. Eine Gießkanne! Ne, es gibt doch neue Sachen. Die möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Ein bisschen nervig ist halt dieses scheiß Radio. Eine Gießkanne. Jawohl. Und noch eine. Na komm schon. Ah, ein Barcode. Der kauft sich einfach einen Barcode. Den wir scannen können. Ein Barcode an einem Barcode, aha. So ein bescheuertes Spiel. Wo ist der Barcode denn? Jawohl. Ja, mach doch mal zu jetzt. Ich krieg den nicht mehr weg hier. Der Barcode buggt, Leute. Der Barcode, der buggt. Ich krieg ihn nicht mehr weg.
Oh, jetzt wird's mir ein bisschen zu viel hier, Leute. Jetzt wird's mir ein bisschen zu viel hier. Too much. Ich krieg den Barcode nicht mehr weg. Ah, fuck. Jetzt dreht alles durch, Leute. Ich krieg den Barcode nicht mehr weg. Ah. Nee, Leute, ich gebe auf. Ja, das war Forever. Vielleicht beschreibt das Spiel einfach mich. Kann ja sein, ne? Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit auf jeden Fall mal so Spaß gemacht. So viel zwischendurch. Einmal kann man es ja mal spielen. Ist das ganz witzig. Ja, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.